Nehmen wir auf? Ich glaube, wir nehmen auf. Willkommen zu einer weiteren Folge bei Let's Play. Gothic 1. Die Waffe weg! Die Waffe weg! Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Nun, so, warte mal gut. Das ist alles im Büro. Oh, jetzt seht ihr mein Mausprogramm. Ist ja nichts Geheimes. Ach, guck mal. Ist das? Jetzt? Hier, da. Ja. Ihr seht den Mauszeiger nicht, aber ihr seht, dass es hier blau leuchtet. STRGW. Bin ich ganz. Finde ich. Also auf jeden Fall, Aha. Bist du. Das hatten wir ja schon mal. Kannst. Ich. Zur Folge. Wer das wissen will, muss in die letzte Folge gucken. Alles klar. Ich schau mich mal. Mach keine. Mit dem Händler dürfen wir nicht reden, das wissen wir. Das hatten wir auch schon alles. Es tut mir leid. Huch. Der gab. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Alter, was für Fleisch? Fleisch wird überbewertet. Die Alberto, der die Lass Pizza. Mich vorbei! Ja, ruhig, mein Freund, ruhig. Ja. Ist da oben noch jemand? Nein, das ist nur eine Leiter. Das ist nur ein zweiter Ausgang. Und langsam müssten wir auch mal hier unten ankommen. Wer haben wir denn da? Gornabar. Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Ja. Möge der Schläfer dich schützen. Ja, ich schlafe auch gleich ein. Das ist nur ein Templer. Hä? Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Minecrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Interessant. Das ist ein Höllenpilz. Den braucht ja anscheinend keiner, also kann ich ihn sammeln. So. Na. Da unten sehe ich einen Minecrawler. Der ist jetzt nicht so weit weg. Ich würde sagen, das kann man mal wagen. Alles klar. Erwin. Ich habe irgendwie immer so meine Probleme beim Marvel Mode eingeben. MARVIN. Oder alles in Großbuchstaben. Oder alles klein. MARVIN. VIN. MARVIN. MRVN. Seht, ne, ist nicht so ganz simpel hier. Manchmal habe ich das Gefühl, man muss das Hauptmenü machen. Ich will doch nur einmal hier rein. Mal.
Warum funktioniert das denn jetzt gerade gar nicht, in den Marschenboot zu kommen? Ah, jetzt ist er an. Gottes. War ein guter Falsche Taste. So. Einmal Taste drücken hätte gereicht. Hallo. Ach, ich mach den keinen Schaden. Also ganz ehrlich, dieses System ist extrem beschissen. Und mit denen ohne Mini-Schaden zu arbeiten. Weil, ja. Aus, ich würde fast behaupten, offensichtlichen Gründen. Ich würde die ja gerne besiegen, ne? Aber ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Wenn zwei Punkte, ich denen keinen Schaden mache und die mich one-hitten, da ich glaube kaum, dass gerade was ist so sehr. Was ist das denn? Hier sind hier noch welche. Ekelhafte Geräusche, ne? Lass uns lieber über was anderes reden. Ja, ehrlich. So. Ich halte mich da lieber raus. Ja, ich mich auch. Nicht nochmal. Da habt ihr vollkommen recht. Das hätte er besser wissen müssen. Oh, ein Ring. Das ist der Lord of the Ring. Oh, was ist das denn? Ach, ein Pilz. Ein gutes Pilz kriege ich auch in der Bar. Na. Das bringt gar nichts. Oh, was ist das denn? Rahmkraut. Und noch mehr Rahmkraut. Da ist gar nichts. Richtig. Achso. Was liegt an? Nein. So. Möge der Schläfer. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass wir die hier besiegt haben. Ja, bin. Ist irgendwas getriggert? So, wie komme ich hier jetzt runter? Du bist verlassen, das ist eben so. War doch klar, dass. Das passiert mir nicht nochmal. Das ist wirklich. Wie kommt man hier jetzt runter? Solange ich damit nichts zu tun habe. Über den klassischen Weg anscheinend. Der zwar nicht gesichert ist, aber. Ein Garde ist das so. Was ist denn da noch so? Eine Leiter. Okay. Ich wollte mal gerade was nachgucken. Ich habe 7 Lernpunkte, das wollte ich wissen. Ich weiß nicht, wie viele Lernpunkte ich pro Stufe kriege, aber scheinbar 5. Ist das denn? Ach, ein Gattisch. Budella. Budella Hahn. Was? Das ist eine Burlesque-Tänzerin. Oder heißt sie nicht Budella? Sondern Budella. Ach, hier ist die Wer bist du? Viper. Das ist ja schon mal ein guter Name. Viper.
Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Nee, warte mal. Der Schmelzer spielt bei Dortmund. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich herumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Mhm. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Okay. Oh. Das ist äußerst gut. Flügel, der hat ganz viel Geld. Was ist das? Aquarderzangen. Schriften, Bedarfsliste, Bräuerles noch. Das ist ein Ring, Schutz vor Feuer. Ach komm, verkaufe ich mal. Licht, das kann ich verkaufen. Ich brauche nicht Heilung, Feuerpfeil. Gehört zu den Zaubern, die ich nicht nutze. Eine Spitzhacke. Okay. 347, hey. Das ist ja eine Glückszahl. Für alle diejenigen, die zumindest X schon mal gespielt haben, das, nicht Rollenspiel, das online. Nicht online, auch nicht. Das Weltraumspiel. Siehst du, mit den Händlern geht das. Wie viel Gold hab, also Erz habe ich denn jetzt eigentlich? 36, meine Güte. Und hier ist ein Ork! Hallo? Oh. Gornakot, die heißen alle gleich. Die sind wie die Asiaten. Das ist auch nur Schumiling. Hallo. Was machst du hier? Ich jage Mindcrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Okay. Das ist natürlich, also ein Top-Tipp. Siehst du, hier, Gornavi, die heißt Asiaten, sag ich dir, Asiaten. Der Schläfer erwache. Alles klar. Lass mich vorbei. Oh, ein Höhlenpilz. Garb, heißt das nicht Röpsen oder so? Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Mhm. Was haben wir denn hier? Ein paar Höhlenpilze. Die kann man immer gut gebrauchen. Noch ein paar Höhlenpilze. Noch mehr. Einen Minecrawler, den ich nicht besiegen könnte. Fällt mir gerade mal so auf. Na wunderbar, er ist schon auf mich aufmerksam geworden. Und ich muss den Gardisten zur Hilfe holen. Was machst du da oben? Wow! Da fehlende Mindestschaden, ne? Ich sag's dir, das ist das Schlimmste. Ich kann halt nichts machen, ne? Guck mal, das ist ganz praktisch. Wenn man angegriffen wird, ich ziehe die. Ich habe jetzt die Waffe nicht gezogen, ne?
Ach komm. Ja, nichts tun. Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse. Ich habe dieses Schwert nur gezogen, weil dann mein Crawler von der Luft runterkam. Kaku. Das ist noch einer. Kann ja nichts gegen euch tun. Und es sind noch mehr. Aber was wollt ihr denn? Oh, hier ist ein bisschen was. Was ist das denn? Ein Steinbrecher. Ah, hier ist sonst nichts von offensichtlicher Besonderheit. Ich weiß gar nicht, ob man mit Springen schneller ist. Kommt einem so vor, ne? Wie in Super Mario. Hat Mario mal einen Weitsprung gemacht. Ach komm, was ist denn bei denen da unten wieder los? Wieso lebt der denn? Der Minecrawler. Ich weiß nicht, was für ein Adjektiv, was für ein Artikel der braucht. Ich habe doch gerade was eingesammelt. Was war das denn? Oh. Es lass mich vorbei. Ein Stärkepunkt. Echt einer? Ach, das kann's nicht sein, oder? Das passiert mir nicht nochmal. Noch mehr Pfeile. Na. Okay, hier ist gar nichts. Aber auch keine Gegner. Aber wo jetzt nach da oben? Das sehen wir nicht in der nächsten Folge, sondern diese. Also ich sehe gerade fast gar nichts. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ring der Gewandtheit, ach so. Wir können das gerade machen. Ich muss eh wieder in die Stadt zurück, ne? Ich habe hier nichts mehr zu schaffen, glaube ich. Oh, guck dir an, das Erz da hinten. Ja. Ich gehe jetzt wieder nach ganz oben. Und sobald wir aus der Höhle raus sind... Folgenende. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Arbeitsunfall? Wieso ist der tot? Lol. Ja, wenn du meinst. Oh, und jetzt noch nach hier oben gehen und dann gucken wir mal. Ach ja, das war ja das, wo ich mir den Weg aussuchen konnte. Entweder Leiter oder Weg. Da ein Weg in der Regel etwas sicherer ist. Ich dachte, wäre es was Besonderes. Habe ich mich dafür mal entschieden. Und, hallo. Schade. Ich dachte, man könnte den jetzt darauf hinweisen. Oh, guck mal, die Kisten. Oh, die sind ja leer. Bam, bam, bam.
Irgendwie ging meine Aufnahme gerade nicht weiter. Ich weiß auch nicht warum. Was da los war? Okay, hier ist der Balkon. Ah, hier bin ich wieder. Was machst du hier? Ich passe auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ach so. Kann mich mit denen noch irgendwie? Nee. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Dachte ich mir schon. Aber ich habe durch die beiden Hochstapler hier... Also zumindest auf jeden Fall keinen Nachteil. Also ich habe in dieser Höhle alleine bestimmt, ich glaube, 200, 300 Erz, ne? Also... Nicht schlecht. Ein Geschäft auf jeden Fall. So, wo geht's denn hier mal langsam raus? Da ist ein Händler, den darf ich nicht ansprechen, weiß ich. Das ist Drake. Wir sehen uns. Ich dachte, der hätte jetzt... Was war das? Guck mal. Ich dachte, er hätte irgendwas zu sagen, weil er mich so plötzlich angeguckt hat, als wäre jetzt irgendwas... Oh mein Gott. Und wir machen hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.